Hallo, heute gibt es das zweite Video zur Unreal Engine. Heute zeige ich einfach nur, wie man das Projekt startet, dass es 2D ist und ein bisschen die Benutzeroberfläche und wie man es dann mit dem Handy verbindet. Und genau, da fangen wir gleich mal an. Wenn es einfach mal die Version startet, wo du das haben wollt, habt ihr jetzt hier das Fenster und könnt ihr verschiedene Optionen im Vorfeld schon mal aussuchen. Wir wollen ja ein 2D-Spiel machen. Wäre das hier. 2D-Side-Scroller gibt es hier auch noch eine kleine Beschreibung. Das Ganze geht natürlich auch in 3D. Und genau, da gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen auf hier VR und so weiter. Aber wir brauchen 2D. Dann hier kann man umändern, für welches Format man haben will. Ich will ein Handyspiel machen, deshalb fürs Handy. Die Qualität von 3D und 2D, dass es skalierbar ist auf dem Handy, braucht man schon. Wir brauchen kein Start-Content, weil man kann alles hier selbst machen. Das sind nur Bilder, die kann man alle in Paint oder Photoshop oder wie auch immer einfügen. Da ist, denke ich mal, nichts Großartiges dabei, was man beachten muss. Genau, hier kann man dann auch den Pfad angeben, wo es installiert werden soll und den Projektnamen. Da können wir es einfach mal kreieren. Das dauert dann ein bisschen. Genau, wenn es so dauert, ich mal kurz hier rüber. Ich habe es schon mal gesagt, wegen dem ersten Video mit dem Handy verbinden. Dass man hier muss man ja den Entwicklermodus einschalten, wenn man die Bildnummer muss man 7-mal klicken. Das sind Systemeinstellungen. Da kommt halt eine neue Option dazu. Da muss man das Debugging einschalten. Und wenn es jetzt dann anschließt, das Handy kommt dann zum Fenster. Das muss man dann halt einfach akzeptieren und anmachen, genau, und dass der hier, man kann noch nachschauen, ob es wirklich verbunden ist. Wenn es nicht genau hingehauen hat, einfach versuchen, vielleicht auf dem Kameramodus sich zu verbinden, also das Handy mit dem PC. Ja, genau. Jetzt können wir schon mal hier reingehen. Das ist jetzt schon mal die Basis-Map, die es jetzt halt hier schon gibt. Das ist alles jetzt halt hier schon in 2D, das können wir auch mal auch hier anschauen. Alles schönes 2D. Da kann man es jetzt hier natürlich noch einstellen, von welcher Seite man es haben will. Hier noch. Ja, ist genau. Front und hier kann man noch verschiedene Optionen von Licht und dass es ein Gitter nur Gitter ist, kann man da so einstellen. Diese ganzen Sachen gab es ja bei der CryEngine auch. Ich hoffe, es macht nichts, wenn ich mal hin und wieder zur CryEngine rüber vergleiche. Genau. Genau, dann kann man das einfach mal so lassen. Jetzt kann man hier im groben Ganzen schon mal auf Play drücken. Und man müsste rein joinen können. Genau, da gibt es halt auch noch wieder verschiedene Sachen. Man kann es nur simulieren lassen. Da gibt es dann noch eine Vorschau für das Handy. Genau, dann haben wir hier noch zum Launch. Man kann es auf Firefox, Chrome, was man halt installiert hat, kann man das laufen lassen. Das wird halt dann einfach exportiert ja, zum Browser. Genau, dann haben wir hier den Blueprint. Das ist sowas wie der Flowgraph. Da kann man ganz viele verschiedene Sachen kann man da erstellen.
Da gibt es halt dann halt verschiedene Systeme, also können wir einfach mal, gibt es hier wieder unterschiedliche Sachen, können wir Acton nehmen, einfach mal starten. Da kann man jetzt unter anderem jetzt halt irgendwas einstellen, also irgendwas zeichnen, und das kann man dann eine Funktion hinzufügen. Ja, das schaut ungefähr so aus, da kann man verschiedene Variablen hinzufügen. Und mit Rechtsklick gibt es halt hier auch ziemlich viele verschiedene Sachen, die man dann einstellen kann. Es ist weitaus mehr als im Flowgraph bei der CryEngine. Und ja, es gibt halt ziemlich viele Möglichkeiten, man kann ziemlich viele Fehler machen. Und genau, aber das mache ich nach und nach immer Videos dazu. Genau, das kann man dann wieder schließen. Das gleiche gibt es dann auch noch für Materialien, Level und Partikel. Das sind halt verschiedene Sachen. Also wenn man jetzt halt hier Material eröffnet, gibt es halt unter anderem andere Sachen, Farbe, um zu ändern, welches Material es ist. Ist es glänzend, ist es Metall und so weiter. Also da gibt es ziemlich viele Sachen. Genau, das kann man hier alles wieder mit entfernen, kann man alles löschen. Ja, hier gibt es halt noch Start-Content, den man hernehmen kann, verschiedene Sachen. Ja, genau, was braucht. Also man kann halt hier dann halt noch für die 3D-Ebene kann man halt auch noch Level erstellen. Genau. Aber da mache ich ein extra Video dazu, habe ich ja gesagt, schon im ersten Video, dass ich zwei verschiedene Folgen mache. Das Hauptsache, was ich mache, das ist 2D, das andere ist so nebenbei. Und genau, hier oben gibt es natürlich die klassischen Sachen wie neues Level erstellen, speichern, auch ausgeben für Android und so weiter. Ja. Hier rechts hat man dann auch wieder so ein Liste, was drin ist im Level. Und hier sieht man dann die Details, wenn man irgendwas anklickt. Genau. Hier unten kann man Sachen importieren, speichern, ist einfach der Browser, wo man alles hier raussuchen kann. Genau, hier gibt es dann wieder ganz viele verschiedene Sachen zum Einstellen. Was auch eine Besonderheit ist, das ist, wenn man jetzt halt hier irgendwas anklickt und eine Kamera verbunden ist, sieht man es hier auch, wie es dann halt ausschauen würde. Genau. So, wenn ihr euer Handy angeschlossen habt, dann erscheint hier rechts euer Handy. Okay, bei mir ist es jetzt so querbeet ein paar Zahlen, aber wenn ihr das angeschlossen habt, müsste hier oben etwas so etwas stehen. Das könnt ihr einfach jetzt halt hier auswählen und dann wird es normalerweise verbunden. Was auch ist, man muss den auf OK drücken beim Handy, dass man es verbinden kann. Und alles am besten speichern. Und dann erscheint hier unten einfach, ja, das ist das, was gemacht wird. Die Shaders werden kompiliert und werden dann zum Handy geschickt. Am Handy sieht man erst was, wenn es komplett drüben ist. Man hat dann auch hier, wenn man ins Spiel reingeht, ich weiß nicht, ob es jetzt halt geht. Ja, geht sogar. Das da hier ist dann der Steuerknüppel. Man hat nur einen Steuerknüppel, da es nur 2D ist. Sieht man halt hier nur eine Sache. Genau. An sich kann man alles machen. Rein theoretisch kann man auch eine 3D-Map exportieren. Bei hohen Grafikdetails kann es sein, dass man halt ein paar Probleme
Probleme hat es auch mit dem RAM, weil das ist dann halt, aber das Handy wird es wahrscheinlich nicht schaffen, zum Beispiel die ba Beispiel-Map von der Open World Demo, die verbraucht über 30 GB RAM beim Rüberschieben, wenn man was hier so macht. Und ja, das wird dann auch auf dem Handy dann lecken. Hatte ich schon ein paar Abstürze. Also über 30 GB RAM bräuchte man da schon. Und ja, man muss halt schauen, was man macht. Also man kann jetzt ja nicht zu arg grafikaufwendiges machen. Und genau, da gibt es das hier auch noch, wenn ich mal überfinde. Ah, hier, es gibt verschiedene Formate, die man verwenden kann, wenn man es rüberschiebt oder halt speichert. Das kann man alles in Einstellungen mal machen. Das werde ich auch irgendwann mal zeigen, was euer Handy auch unterstützt. Genau, das sind ja verschiedene Formate. Zum Beispiel das Beste wäre rein theoretisch das da hier. Das ASTC. Das ist halt mit dem schon Vulkan. Das ist ja eine neue Grafikschnittstelle, die auch zum. Ah, ist halt ziemlich gut. Brauche nicht mehr dazu sagen. Dürfte alles viel flüssiger laufen. Es gibt nur sehr wenige Geräte, die das momentan schaffen. Das ist, glaube ich, die Nvidia mit den Nvidia Prozessoren. Die schaffen das, glaube ich, mit den Tegra Prozessoren. Die haben den schon drin. Die können das auch hernehmen. Genau, also ich brauche das jetzt nicht mehr warten. Man wird hier nichts mehr sehen auf dem Bildschirm. Irgendwann wird das erledigt sein. Dann wird hier Finish stehen oder es wird Fail stehen. Wie auch immer. Und auf dem Handy wird dann einfach dieses Spiel dann erscheinen. Man kann es spielen. Das Spiel wird auch dann halt automatisch auf dem Handy abgespeichert. Und man kann es jederzeit dann halt wieder aufrufen. Muss mal ein bisschen rumschauen, wo das genau landet. Das Spiel, aber an sich geht das schon. Genau, das war es dann im Grunde schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Und wenn ihr irgendwas Spezielles wollt, irgendwelche Anregungen habt für dieses Spiel, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es versuchen zu beantworten, zu machen oder Lösungen zu finden zu Problemen. Genau, und bis zum nächsten Mal.